Also noch wesentlich länger als hier. Ich wusste, dass ich es noch kann. Und dann immer komischerweise auf Englisch geredet. Na los, jetzt versetzen, Todesstoß. Reißen auseinander. Na also. Da kommt die Gedärme geflogen. Flammenwerfer. Modell Flambe 450. Warmint. Benötigt den richtigen Brennstoff. Den wir hier haben. Einfach mal mitnehmen. Kühlschrank. Scharfschützengewehr nehmen wir mit. Redaway nehmen wir mit. Ach, Redix meine ich. Der Rest ist eigentlich ziemlich sinnlos. Jetzt könnten wir eigentlich mal es mal wagen, die Straße runter zu gehen und dann irgendwann auf die erste Patrouille zu treffen. Jetzt überlege ich gerade, wer da am besten geeignet ist. Ich will immer nicht alle zusammen losschicken, weil die sich sonst immer gegenseitig behindern so ein bisschen. Ich glaube, ich würde vielleicht mal die beiden Scharfschützen losschicken. Jetzt so im freien Feld. Macht sich das ziemlich gut. Mal schauen. Ich habe auch noch nie Steve ein Scharfschützengewehr gegeben. Also nie als Scharfschützen im Team gehabt. Sonst war da immer so mit... war da immer ein bisschen stärker und sonst immer so mit automatischen Schrotflinten unterwegs. Ja, irgendwo war doch eine Patrouille. Eine Patrouille. Na, wo denn? Hä? Hier kommt ja auch, wenn ich mich recht entsinne, genau, hier kommt nämlich auch jetzt der erste Generator. Was hier unten ist, weiß ich gar nicht, ich glaube gar nichts. Oder? Ah! Ja, genau. Super. Einmal heilen, bitte. Das war eigentlich was für Mother. Ach komm. Oh. Jetzt kommen sie, natürlich. Im unpassendsten Moment kommen sie. Der Arme. Und eins zu Wicht. Mother, hilf mir! Leg dich mit mir an, wo bekommst du es mit dem Chief zu tun? Ja, die nervt mich schon ganz schön. So, jetzt hier, komm, jetzt machen wir mal richtig. Ich glaube, hier sind auch irgendwo Minen. Einmal durchs Fenster reingeworfen. Perfekt. Wirklich jetzt? Da verschwindet man da Granaten drauf. Oh, was? Gucken. Es ist ein bisschen spannend gerade. Blindgänger. Und tot. So, da kann man den hier schön bequem im Nahkampf ausschalten. Na komm her, mein Dicker. Obwohl, gut, bei den Gepanzerten scheint das auch sehr gut zu gehen. Obwohl, der war ja schon angekratzt. Komm, ich reiß dir deine scheiß Rüstung runter. So, einmal mitnehmen, einmal mitnehmen.
Und hier einen zerfetzten. Von dem Mann ist nicht mehr viel übrig. Das macht aber gar nichts. So, jetzt haben wir hier gesichert. Jetzt könnten wir eigentlich direkt zum ersten Generator schreiten. Super, das musste jetzt nochmal sein. Ich wollte gerade speichern. Scheiße. So. Da ist er auch schön. Wir marschieren da einfach rein. Benommen. So, die sind Nahkämpfer. Mother hält sie auf Distanz. Oh oh. Verdammt. Jetzt hat er selber... Stromgenerator 1 zerstört. Jetzt hat er selber den Stromgenerator zerstört. Schön. Auf Distanz halten. Scheiße. Ui, ui. Beide K.O. geschlagen. Muss aber schnell reagieren. Scheiße. Okay, das lief nicht so, wie ich dachte. Da waren auch viel zu viele Leute. Ich glaube, da muss ich doch... Ja, doch, da muss ich doch die anderen reinschicken. Ja, da merkt man mal wieder, dass... Dass Scharfschützen auf nahe Distanz nichts bringen. So, Max und Alice. Einmal ran. Ja, die werden das schnell machen. Mit Waffen, die größer sind als sie selbst. Geht das. Ich muss auf jeden Fall den Mensch da unten den Supermutant da unten im Auge behalten. Ja, der kommt da schon angerannt, genau. War ja klar. Oh, sind schon tot, okay. So, hier, ausschalten. Stromgenerator 1 zerstört. Kommt, jetzt macht ein Blatt. Ah, die haben es schon drauf. Das muss man lassen. Auch auf weite Distanz. Perfekt. Hätte er besser gar nicht laufen können. Sehr, sehr gut. Er hat halt jeder so seine Spezialisierung. Und genau das gefällt mir halt auch an Fallout Tactics, dass man diese speziellen Fähigkeiten geschickt miteinander kombinieren muss, um eine Mission abzuschließen. Also, wenn natürlich einer alles könnte oder alle alles könnten, wäre es natürlich optimaler, würde aber dann weniger Spaß machen. Muss ich mal so sagen. So, Generator 1 ist zerstört. Der hier hat eine Blitzgranate, Schockgranate, würde ich gerade sagen. Die macht kurze Zeit benommen. Die nehme ich mal mit für Mother. So, Granaten und Stimpacks und... Ja, kommt hier. Obwohl, nee. Bring eh nicht mehr so viel. So, der hat nichts dabei, aber die unten haben Waffen. Einmal eine Saw. Ach ja, nimm gleich Munition mit. Die Saw frisst ja regelrecht 7,62. Ja, Alice kann den anderen mal ausräubern. Aber irgendeiner war hier doch auch dabei.
der einen Raketenwerfer hatte. Daran erinnere ich mich noch schwach. Ich sehe schon, Max und Alice machen die Mission alleine. Na, hier ist er doch. Hast den klatscht doch ganz von selbst hier. Super. So, einmal Kartuschenraketen, sehr schön. Ah ja. Haben wir hier so einen. Sehr schön. Und die Scharfschützen können hinten immer schön Deckung geben. Während man sich so ein bisschen vortastet. Das ist auch immer sehr hilfreich. Natürlich auch unter realen Bedingungen im Gefecht. Sehr nützlich. So, hier schlawenzelt doch auch irgendwo noch einer rum. Hat einfach überhaupt nichts gemacht. Hat geschlafen. So, hier ist doch auch noch einer, genau. Auch einfach mal gestorben, so. Das war bestimmt sein Herzleiden. Zu dem räubern wir genauso aus. Der hockt da drin. Jetzt wird er auf dem Klo sitzen. Theoretisch müsste man jetzt hier Mother wieder ranholen, die eine Granate reinschmeißt. Und sobald er dann hochkommt, schießen die anderen den ab. Würde ich mal direkt hier so platzieren. Dass nichts im Weg ist. Oh, Moment. So, und einmal reinwerfen, bitte. Was für ein Zusammenspiel. Mir kommen die Tränen fast. Freudentränen. So. Da hat Afterburner gegessen gerade. Den wollte ich mir eigentlich abnehmen. Kann ja nicht alles haben. So, Max müsste sich mal heilen. Und immer speichern. So, jetzt sind wir hier. Jetzt wollte ich mir erstmal die beiden Gebäude oder vielleicht die Gebäude hier anschauen. Und dann weiter zum zweiten Generator. Gab es auch irgendwo Minen, soweit ich weiß. Einmal Bücherregal. Was? Oh, schön. Wen sieht denn die von da? Hier waren Minen, genau. Ah, da war ja einer. Hallo. Mal durchs Fenster schießen, ja? Ja, das tut mir jetzt ein bisschen leid, aber eigentlich nicht. So. Das dachte ich mir jetzt fast.